Meine Kinder haben sich von mir unbedingt ein Cookie Dough Eis gewünscht. Und genau das machen wir heute. Ursprünglich kommt das, glaube ich, aus Amerika von dieser sehr bekannten Eismarke. Aber das kann man auch sehr gut selber machen. Dafür habe ich mir schon mal einen Topf bereitgestellt. Da kommen 300 Milliliter Sahne rein. Die Hälfte von meinen 80 Gramm Zucker. Eine Prise Salz. Und eine Vanilleschote. Die Vanilleschote einmal der Länge nach halbieren. Und dann mit dem Messerrücken das Mark rauskratzen. Die Vanilleschote selber kommt auch noch mit rein. Dann habe ich hier noch eine Vanillemühle. Da mache ich auch noch ein bisschen was rein, dass ich einen schönen intensiven Geschmack bekomme. Das Ganze lasse ich jetzt einmal aufkochen. Dann richte ich mir schon mal meine Zutaten zum Abbinden her. Und zwar habe ich dafür einmal 4 Eigelbe, den restlichen Zucker und noch 4 Gramm Stärke. Das rühre ich mir schon mal an. Ja. Dazu kommen noch 100 Milliliter Milch und die Masse verwende ich gleich zum Abbinden. Meine Sahne kocht gerade auf. Da kommt jetzt meine Eiermischung rein. Und das Ganze lasse ich jetzt noch einmal aufkochen. Ihr müsst euch auch keine Sorgen machen wegen dem Eigelb, denn durch die Stärke gerinnt das nicht. Und so kann ich das Ganze eben einmal kurz aufkochen lassen. Sobald das dann einmal gekocht hat, ist meine Grundmasse schon fertig. Ja. Das ist auch jetzt eine richtig schöne cremige, schon fast Vanillesoße. Die lasse ich jetzt noch mal abkühlen, bevor es damit weitergeht. Und dann geht es auch schon an den Teig, denn für dieses Cookie Dough Eis brauche ich einen Kuchenteig, allerdings ohne Ei. Dafür habe ich mir hier schon mal 35 Gramm Butter vorbereitet und zwar sollte die Zimmertemperatur haben. Und dann habe ich noch 35 Gramm braunen Zucker. Und das Ganze rühre ich mir schon mal, dass sich der Zucker schon mal auflöst. Dazu kommt jetzt noch ein Päckchen Vanillezucker. So, und das Ganze dann nochmal kräftig verrühren. Da hätte ich es fast vergessen, eine Prise Salz muss noch mit rein. Dazu kommen jetzt noch 60 Gramm Mehl. Und 20 Milliliter Milch. Und daraus rühre ich mir jetzt eben den Teig an. Dann habe ich hier noch ein paar Schokoladentropfen. Ja, davon kommt die Hälfte schon mal hier mit in den Teig rein. Insgesamt sind es 100 Gramm. Den Rest mache ich erst nachher dazu. Und den Grundteig stelle ich jetzt noch mal ein bisschen kalt, dann lässt er sich gleich leichter verarbeiten. Denn dann wird die Butter wieder ein bisschen fester und dann kann ich die schöner formen. Meine Grundmasse, also das Vanilleeis, ist jetzt soweit auch abgekühlt. Das wandert jetzt in die Eismaschine. Dafür passiere ich es mir noch durch ein Sieb, denn ich habe ja noch die Vanillestange da drin und die brauche ich in dem Eis nicht. Jetzt die Eismaschine noch einschalten. So. Gut. Und jetzt heißt es warten, bis das Eis fertig ist. Und wir können uns dann auch gleich um den Teig kümmern, sobald der abgekühlt ist. Nachdem ich jetzt meine ganzen Schälchen und Schüsselchen wieder abgewaschen habe, geht es jetzt an den Teig. Dafür habe ich mir 2 Kaffeelöffel vorbereitet. Ja, und daraus mache ich jetzt so kleine Häufchen. Oder Stückchen, denn die kommen nachher in das Eis mit rein, um eben diesen Teigcharakter zu bekommen. Wie groß ihr die macht, überlasse ich euch, aber sie sollten schon relativ klein sein, dass sie sich eben nachher in dem ganzen Eis verteilen. So. Aber im Prinzip ist es jetzt nicht so wichtig, dass die alle gleich groß sind.
Tja, ich werde ab und zu mal gefragt, wie laut denn diese Eismaschine ist. Also im Moment könnt ihr das ganz gut feststellen, denn die läuft ja hier im Hintergrund. Dann könnt ihr ungefähr einschätzen, wie laut die ist. Mmh. Schmeckt schon lecker. Den Teig friere ich jetzt noch kurz ein, dann kann ich ihn nachher leichter unter das Eis mischen. Mein Eis ist gerade fertig geworden und jetzt können wir alle Zutaten zusammenrühren. So, erst hole ich mal das Eis raus. Die Schale habe ich mir übrigens vorher auch schon mal eingefroren, dass mir das Eis jetzt direkt nicht direkt wegschmilzt. So. Dazu kommen jetzt meine restlichen Schokotropfen und natürlich die Teigstückchen. So. Das Ganze jetzt schön vorsichtig unterheben. Und damit sich alle Zutaten optimal verbinden, friere ich das Ganze jetzt nochmal ein, lasse es ordentlich durchfrieren und dann geht es ans Probieren. Ich habe mein Cookie Dough Eis jetzt noch für eine Stunde gefrieren lassen und meine Kinder sind schon ganz ungeduldig. Also sehen wir zu, dass wir zum Ende kommen. So, ich hole jetzt mal eine Kugel raus. Geht ein bisschen schwierig, weil da eben diese Teigklumpen drin sind. Ja, aber es sieht schon mal gut aus. So. Jetzt natürlich noch probieren. Hm. Lecker. Das ist das erste Eis, das man kauen muss. Also ist wirklich, doch, schmeckt echt lecker. Also wer auf Kuchenteig steht, also rohen Kuchenteig, der ist mit dem Eis wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Ich werde den Rest jetzt gleich an meine Kinder verteilen. Und euch danke ich auf jeden Fall herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Eis wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Eismachen.